Hallöchen, wir schreiten weiter voran mit den Challenges. Jetzt machen wir Slow Roll Challenge 15. Ich glaube, da sind wir Maggie. Nee, sind wir nicht, Quark. Wir starten mit My Reflection, den Bumerang drehen, dem Piercing Arrow, Piercing Shots und Polyphemus Riesentränen. Deswegen haben wir auch so viel Damage, aber dafür schießen wir alle 3 Sekunden erst. Aber wir machen Damage. Und wir haben nicht die höchste Range aufgrund von My Reflection. Oh mein Gott. Ha, das ist gut, dass wenigstens etwas drin ist. Ich bin ein bisschen verschnupft. Ich eklig. Tot. Es gibt wieder natürlich keine Goldräume, aber einen Geheimraum wird es hier wohl geben. Der ist jetzt hier oben oder unten. Piss dich. Sehr schön, eine neue Bombe. Okay, wird unten sein. Wahrscheinlich. Scheiße, kaputt schießen dauert jetzt einfach lange. Wir brauchen auf jeden Fall Tiers-Up-Sachen. So Fire Raid Pilz oder so ein Kack. Wäre doch was. Verdammt, ich hab mich treffen lassen. So, hier aber. Nein, warum nicht? Sowas wie Spektraltränen wäre auch noch schön, dann würden die Tränen nicht an Stein hängen bleiben. Sehr gut. Ja, okay, jetzt weiß ich, warum da nichts sein konnte. An Geheimräumen, weil da der Bossraum ist. Ey, Fliegen, verbraucht euch nicht an den Kackfliegen da. Okay. Gucken wir mal, wo könnte... ja, ich glaube, der ist denn wenn hier. Ich hoffe mal, ich die kriege dich. Nein. Nein, tue ich nicht. Okay. Super. Gehe ich in den Shop? Mann, geh schon aus. Muss nur die ganze Scheiße kaputt machen. Na, hat sich doch gelohnt, den Geheimraum zu suchen und hartnäckig zu bleiben. Cool. Was kriegen wir? The Moon. Für die nächste Ebene. Kaufen wir mir das Silberherz? Oder lieber das rote? Ach, Silberherz. Man kauft sich keine roten Herzen. Die kriegt man so. So, jetzt erstmal noch die ganze Scheiße kaputtballern. Ach, sieh mal da. Das ist hier eh ein Dings. Ein Rainbow-Shit. Oben. Kann ich mich ja eh heilen. Scheiß schnupfen. Ständig niesen. Ah, das dauert. Alle 3 Sekunden schießen, das ist ein bisschen kacke. Ja, hier, lohnt sich. Lohnt sich. Wir müssen eh nur bis wieder zur Mutter kommen. Wir dürften jetzt... Kriegen wir jetzt noch Pillen? Ja klar, wir kriegen noch Pillen. Aber wenn wir Sachen kriegen würden, wo man Pillen kriegen würde, dann würde es zu Karten werden. Den Rainbow Shit kann ich ja ganz lassen. Ich glaube, Larry würde ich jetzt one-hitten. So, bevor ich da reingehe... Da ist er, glaub.
erstmal die Atemgänge wieder frei machen. Ah nee, Dinge, nicht Dinge. Ich bin zu langsam für Dinge. Ey! Ah, okay, Dinge war einfach. Damage up! Range up! Range up ist auch gut. Weil wir durch My Reflection ein bisschen weniger Range haben. Ich glaube, die Range ist jetzt... Muss mal gucken. Ja, die ist ausreichend. So. Erstmal in den Geheimraum porten. Wieder Geld, wieder Shop für uns interessant gemacht. Cool. Lässt er mich in den Dings raus? Ja, noch berührt. Und one hit. Okay, jetzt gehe ich erstmal hier lang. Okay. Ich hoffe mal überhalb vom... Genau. Da ist der Shop. Ich dachte jetzt, ihr wärt Jumper. Was? Ihr seid aber keine Jumper. Ihr seid dämliche Hopper. Auch reduziert. Das ist ja richtig. Ist ja gut, ist das richtig. So, den letzten Raum unten auch noch. Vielleicht ist ja da ein Miniboss. Auf jeden Fall ist... Ein Glück. Sind die am Anfang noch eingezogen, die Stacheln von den Scheiß. Wow, eine leere Arkadehalle. Großartig. Da war noch ein Stein. Erstmal hier sprengen. Ja, ich gehe ja eh da gleich hin. Meins. Das ist doch ein interessanter Stein für mich. Ah, wenigstens eins. Ja. So langsam sind wir denn auch nicht. Okay, Black Monstro. Wo bleibt denn der Doppelschaden, wenn die Träne zurückkommt? Was soll das denn? Ja, hier ist ein Shotspeed up, das ist gut. Ja, das ist trotzdem noch sehr reduziert, alles. Ist das Enemies will pay? Ach komm, nimm mit. Ah ne, wenn ich getroffen werde, kriege ich Zeug. Auch nicht schlecht. Ah, Curse of the Lost. Gut, dass die Viecher, die noch Sachen danach spawnen würden, gleich doppelt getroffen werden. Und den nachspawnenden Scheiß gleich mitnimmt. Okay, jetzt kann ich Tränen schießen, wenn noch eine Träne da ist. Komm zurück! Noch ein bisschen mehr Tiers ab und dann könnte ich mehrere von den Dingern raushauen. Vielleicht noch ein Slow-Effekt. Der hat mal eine Eislanzen-Kombo. Pedro! Pedro ist cool. Empress. Justice. Au. Was ist das? Nimm ich mal mit. Empress brauche ich nicht. Petro ist Würfel. Das ist cool. Das ist meine Lieblingsrune. Das ist meine Lieblingsrune. Uah.
Was ist das hier so eine Scheiße? Pisst euch. Yay, wir kriegen Schlüssel. Ach ja, ich hab den Flat Penny. Dort war nix. Erstmal nach rechts. Bam. Kommen hier auch nochmal schwere Gegner. Die halten ja eh nichts aus. Den ihr Pech. Jetzt doch sowas wie Schilddrehen. Schilddrehen würde ein bisschen behindern. Dadurch, dass wir so wenig Tränen schießen. Dann würden die immer an den Tränen abprallen. Das wäre ein bisschen doof. So, dann probieren wir mal da hier Geheimraum. Nee, leider nicht. Naja, ohne Karte mal wieder doof. Ha, wurde noch mitgenommen, Scheißvieh. Okay, da haben wir Boss. Ein Glück ist die Hitbox von den Tränen noch größer als die selbst. Da waren wir bereits. Nee, waren wir nicht. Aber ich habe ja Pertro. Setz mal gleich Pertro ein. Nimm mal das. Sehe ich zwar erst nächste Ebene, aber egal. Was ihr von mir wollt? Ich weiß, mich töten. Kriegt ja eh nie hin. Eni von der Mike Lockies. Kennt ihr noch jemand? So viel Leben. Ist eigentlich eine relativ einfache Challenge, würde ich meinen. Wenn man jetzt noch Tiers Up hätte, dann wäre das zu einfach eigentlich. Ja, ich sehe halt nicht, wo was ist. Ist kacke. Ich brauche eine Karte. Ich will eine Karte haben. Ach, sieh mal da. So, ich komme da nie ran. Oh. Ah ne, würden wir langsamer werden. Und wir haben ja eh Silberherzen. Trotzdem, oh. Oh, oh. Scheiß drauf. Wo ging's lang? Ich behalte jetzt die Restbomben und verzieh mich mal zum Boss. Mach den schnell platt. Stars benutzen. Gut ist. Hier war der Shop, verdammt. Und wir haben als Boss. Piep. Mäuschen Piep einmal, wa? Wurde jetzt Trompet getroffen? Er ist auf jeden Fall tot. Hab hier Tiers Up, Shot Speed Down. Ah, schade. Hätte ja klappen können. Mit einem Error-Raum. So. Wie können wir es denn wieder in den Boss-Challenge-Raum rein bomben? Das ist cool. Was du willst. Ich hätte gern noch eine weitere Bombe. Was ist das? Achso, ein Herz. Wen haben wir jetzt? Ach, den Fettsack.
Jo, Fettsack, verpiss dich. Und jetzt haben wir Mega Mau. Genau. Der kann mich ja eh am Arsch. Lecken. Tot ist er. Zwei Schlüssel. Ich brauche keine Schlüssel mehr. Was haben wir hier noch? High Priestess. Kack mich zu mit dem ganzen Scheiß. Los. Doppelt verschlossen. Die Dings haben wir ja für. Komm. Wir fanden einen goldenen Schlüssel. Und ganz viele andere Schlüssel dadurch. Erstmal zum Shop wieder. Einfach tot. Wo bist du, Scheißvieh? Da, hier Haufen mit Flieger drin. Muss sterben. Also die Fliege, nicht der Haufen. Obwohl der Haufen muss auch sterben. PHD, Giga E-Kinopillen. Neue Hermit. Boah, beides nicht. Wo ist der Boss? Der ist da. Da ist der zweite Geheimraum. Den gehen wir kurz nochmal hier drin gucken. Brauche ich noch mehr Schlüssel? Nö. Schneller. Lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Auf, lauf. Oh oh. Das war fies. Ich hab kein Dings. Manchmal muss man einfach Sachen machen. Ich halt das benutzt, um den Scheiß da aufzumachen. So Tritte von Mutter und so gelten als Explosionsschaden. Deswegen habe ich das einfach mal gemacht. Da ist der Weg. Noch 3-4 Räume oder so? Oder mehr? Ach, jetzt will ich hier Scheiße wieder wegmachen. Gib mir ein neues Silberherz. Ja, wenigstens eine Münze und einen neuen Schlüssel. Brauche ich eigentlich alles nicht, aber mitnehmen. Immer schön mitnehmen, alles. Ein großer Raum. Ist ja ein Traum. Raum, ihr Toilettentypis. Schüsselmenschen. Ach, ich habe ja gar keine Bombe. Hallo. Schariot. Zweimal. Freut nicht. Und noch einmal. Turn Foto, nö. Obwohl. Ach komm. Flat Penny brauche ich nicht mehr. Braucht beides nicht. Auf Fade Up ist cool. Vielleicht gehen wir
in den engen Raum. Erstmal das Fieder töten. Hier wird niemand überleben. Was denn? Niemand überlebt. Das war jetzt gerade zu lächerlich einfach. Braucht keinen von den Typis da. Nö. Nö. So, dann gehen wir erstmal nach oben. Das benutzt. Ich gehe erstmal zum Miniboss. Warum habe ich Schaden genommen? Irgendwelche Probleme? Ja, du kommst nicht hinterher. Joker! Hallo! Gib mir die Kohle! Ja, geil! Noch mehr Schaden. Die werden jetzt noch größer, je länger sie fliegen. Und sie fliegen jetzt auch länger, oder? Ja, ein bisschen. Heißt viel, viel mehr Schaden. Ist das angenehm? Ich gehe erstmal nach oben. Wie so Papierflieger. Irgendwie. Moment. Ach, wisst ihr was? Ich kämpfe mich da einmal durch und gut ist. Wird mitgenommen. Alle Tutti. Der wird auch noch mitgenommen. Ey, yo. Da hinten. Da unten. Der hat nichts fallen gelassen. Die Hitbox von der Träne ist jetzt einfach nur geil. Hallo. Hallo, Bob. Hallo, ihr komischen Scheißviecher. Bam. Musste mal sein. Hey, stirb einfach. So, was kommt jetzt? Also, wieder ein paar Knights. Ist ja witzig. Godhead. Hey, weich dich zurück, ihr Schweine. Ey, du kannst ein bisschen Tiers ab, ansonsten hätte ich den nie tot gekriegt. Weil er immer vorher wieder zum Leben erweckt werden würde. Bam. Ich treffe sogar Gegner neben mir. Ey, mach Schaden. Das war ja jetzt unverschämt. Gehen wir einmal das und Trollbomben. Yeah, auf die Dings. Könnte ich mir glatt wieder was in den Shop kaufen, weil wir kriegen keinen neuen Shop mehr. Ah, aber ein Judgment. Ah, ist nur so ein Typ. Brauche ich nicht mehr.
Wheel of Fortune. Stell ich mal dahin. Wisst ihr was? Ich mach jetzt einfach da Mutterplatt und gut ist. Nee, ist ja eine. Ah nee, wir sind gerade erst in Dips 1. Ach gut. Wir sind erst Dips 1. Ach ja. Dann kann ich ja doch noch hier mit den Teufelsbettler spielen. Noch mehr Bomben. Yay, krieg ich Karten? Ja, ich krieg Karten. Hätte ich ja behalten können. Wo ist die Sandkarte? Wo ist die Sandkarte? Da ist sie. Kurz wieder heilen. Komplett, bitte. Also liegt ohne ein halbes Herz und dann im Bossraum ein halbes Herz. Sehr gut. Achso, ich habe ja eine Sandkarte, die hätte ich ja eh nichts eben eingesetzt. So. Jetzt sind wir bei Mutter. So. Einmal. Bam. Und. Denn das. Dann hole ich mir das. Moment, ich spreng noch kurz deinen Sockel. Ja, okay. Damit wir noch mehr Schaden machen und hier rein können. Was? Eine arme Sau. Genau wie du. Na, du hältst ein bisschen mehr natürlich wieder aus. Treff dich trotzdem. Vorbei, ist vorbei. Und notfalls hätten wir hier auch noch ein bisschen Heilung. Ach ja, wir haben ja denn noch einen Job, wa? Uah. Miese Ratte! Naja, jetzt hätte ich mir auch heilen können. Ah, oh, nö. Hiernach kann ich mich heilen. Kurz heilen, damit die da nicht blöd rumliegen. Wo ich eigentlich. Ich könnte jetzt einfach zur Mutter wieder stürmen, aber ihr kennt mich ja mittlerweile. Ich mache erstmal alles. Weil ich nicht anders kann. Und da ist ein Stein. Mit einer Kiste. Und Bombenschlüssel und ein schön Ding. Komm schon, Mutter. Einmal vorbeigeschneit. Bam. Bam. Dann. Ein Würfelraum ist auch sehr interessant gerade. Erstmal die ganzen Larry Seniors hier wegkriegen. Bam. Bin ich mal gespannt, was das für ein Würfelraum ist. Wurde noch erwischt. Die arme Sau. Eine 2. Nö.
Ja, lauf doch rein. Natürlich. Scheiß Vieh. Na, kommt er? Hab nur drauf gewartet. So, einmal das, dann das. Immer da, ein weißes Herz. Hallo, Greed. Gut, machst mir meinen Job nicht kaputt. Außer, dass jetzt noch Super Greed drin, aber eher nicht, weil eigentlich immer höchstens ein Miniboss pro Ebene. Die erstmal da ihre ihre Kreise, ihre Bahnen. Das auf jeden Fall, und das bringt mir eigentlich gar nichts, weil ich krieg nur Münzen. Schade. Schade, dass es nicht in so Womp geht. Hätten wir jetzt Dings gekriegt. Zwei Items. Ich will noch die Scheiße kaputt kriegen. Oh, hallo. Okay. Das Spiel hat mich schon von selbst daran gehindert, weiterzumachen. Yay! Wow, gleich zwei. So, Buch gezündet. Hallo, schnell, Mutter. Na. Schnauze da. Vorbei ist vorbei. Hier waren wir schon drin. So. Wieder eine Challenge fertig. Swallowed Penny has appeared in the basement. Und mir pennt gerade die Hand weg. Wir sehen uns denn beim nächsten Mal natürlich. Und vorher wieder gucken, welche Challenge ist das? It's in the cards. Oh ja, da können wir dann endlich Super Meat Boy Fan freispielen, womit wir uns zu Super Meat Boy verwandeln. Sehr cool. Also bis dann. Glück auf, euer Hyde. Tschüss.